Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 1 Timotheus 2, 4. Hallo und willkommen zum Minika zum 21. Sonntag im Jahreskreis. Sind es nur wenige Menschen, die gerettet werden, fragen die Jünger an diesem Sonntag im Evangelium. Eine ganz interessante Frage, denn sie ist wirklich fast genau das Gegenteil von dem, was wir heute fragen würden. Während die Menschen sich damals Sorgen machten, ob überhaupt jemand gerettet werden kann, gehen wir heute von einer Art Heilsautomatismus aus und gehen davon aus, dass eigentlich sowieso jeder Mensch gerettet werden ist. Wenn wir heute eine vergleichbare Frage an Jesus stellen könnten, dann würden wir höchstens fragen, Jesus, glaubst du, dass überhaupt irgendjemand in die Hölle kommt? Genau das Gegenteil von der Frage der Jünger damals. Die Idee der ewigen Verdammnis oder die Idee überhaupt der Existenz einer Hölle kriegen wir schwer zusammen mit dem Bild eines liebenden Gottes. Zu Recht, denn die Heilige Schrift sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ausnahmslos. Alle Menschen. Deswegen glauben wir Katholiken und Gott sei Dank mittlerweile auch viele Protestanten nicht an eine negative Prädestination. Mit anderen Worten, es gab nach der Reformation sogenannte reformierte Theologen, die behaupteten, Calvin zum Beispiel, Gott hätte manche Menschen zur Verdammnis geschaffen. Nein, Gott will, dass alle Menschen ausnahmslos gerettet werden. Wenn du je daran gezweifelt hast, dass Gott will, dass du gerettet werden bist, schreibe dir dieses Wort aufs Herz, denn Jesus will das Heil von jedem Einzelnen von uns. Warum ist dann Jesus heute im Evangelium an diesem Sonntag trotzdem so streng und sagt, bemüht euch mit allen Kräften in das Reich Gottes zu kommen, denn ich sage euch, es wird solche geben, die werden anklopfen und ich werde sagen, weg von mir, ich kenne euch nicht. Das Heil des Menschen ist der Wille Gottes und Gott bietet uns das Heil absolut kostenlos an. In seinem Sohn Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott ist, der am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, so dass niemand der Verdammnis anheim fallen muss. Ja, der Sünde folgt eine Strafe nach, aber Jesus hat die Strafe auf sich genommen, damit wir frei sind. Warum gibt es dann trotzdem die Gefahr, verloren zu gehen? Die Gefahr ist ganz einfach diejenige, dass wir das uns angebotene Heil nicht annehmen. Denn Gott achtet unsere Freiheit. Und wenn wir in dieser Freiheit dein Geschenk nicht annehmen, dann hat sich Gott uns gegenüber quasi freiwillig ohnmächtig gemacht. Gott ist natürlich allmächtig, aber er setzt seiner Allmacht vor unserer Freiheit eine Grenze. Wie kann ich das Geschenk seiner Wahrheit ablehnen? Ganz einfach, indem ich Jesus Christus nicht annehme. Wie nehme ich das Geschenk an? Die Protestanten würden sagen, indem ich Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser empfange. Und das ist ein wunderbarer Satz, den wir Katholiken Gott sei Dank auch zunehmend annehmen, weil es so ein einfacher Satz ist. Ich erkenne ihn als meinen Herrn an. Das ist ein alttestamentliches Wort. Ich erkenne ihn als meinen Gott an. Ich beuge vor ihm die Knie. Und ich bekenne, dass er mein Erlöser ist. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Jesus ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jetzt sagt er aber heute im Evangelium, und das ist so wunderschön, denn es kennen ja nicht alle Menschen Jesus. Sie werden von Osten und Westen kommen und im Reich Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Mit anderen Worten, Jesus sieht hier schon Völkerscharen in sein Reich einziehen, obwohl sie ihn noch nicht kannten. Diese Prophetie ist zweifach und sie bezieht sich auf die Prophetie des Propheten Jesaja, die wir in der ersten Lesung hören, wo nämlich Jesaja davon spricht, dass Völkern, die weit weg sind von Israel, die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren wird durch Boten, die der Herr von Israel aus
senden wird, nachdem er ein Zeichen errichtet hat. Dieses Zeichen ist das Kreuz Christi. Mit dem Kreuz Christi ist die Trennung zwischen Juden und Heiden aufgehoben und nun sendet der Herr Missionare in die ganze Welt und die Frucht dieser Mission sind wir, die Kirche aus den Völkern, die heute Jesus Christus kennen und an ihn glauben, sogar 2000 Jahre später noch. Gleichzeitig visiert Jesus damit auch jene Menschen an, die ihn heute noch nicht kennen oder die gestorben sind, ohne dass sie das Evangelium je erreicht hat. Denn jeder, der die Wahrheit tut, kommt ans Licht. Mit anderen Worten, jedem Menschen ist ein Gewissen geschenkt und jeder Mensch kann in seinem Gewissen die Wahrheit erkennen. Und wenn er seinem Gewissen folgt und damit der Wahrheit, die niemand anders als Jesus Christus ist, auch wenn sie das nicht wissen, kommen sie zu Gott, dem Vater. So, jetzt könntet ihr sagen, ja, aber warum dann noch missionieren? Die Erbsünde lehrt uns, dass unser Herz blind ist für die Wahrheit und dass es unheimlich schwer ist, die Wahrheit zu erkennen und zu erkennen, was recht ist, wenn sie einem nicht offenbart wird. Deswegen ist es ein so gewaltiges Geschenk, dass sich Gott uns in Jesus Christus offenbart hat, der uns zusagt, dass er die Liebe ist, dass er die Barmherzigkeit ist, dass keiner Mensch vor ihm Angst haben muss, dass er alle unsere Sünden vergibt und, das kommt ja auch dazu, dass wenn wir Jesus erkennen und ihm unsere Sünden bringen, er diese Last von uns nimmt, wir von der Liebe Gottes erfüllt werden und frei sind, angstfrei die Wahrheit zu tun. Ein Herz, das von der Sünde heruntergedrückt wird, kann nicht. Er ist versklavt und wird von der Dunkelheit immer weiter runtergezogen. Und deswegen macht es sehr wohl einen gigantischen Unterschied, ob ich Jesus kenne oder nicht. Und weil es einen so großen Unterschied macht und weil die Kenntnis Jesu unser Leben so viel einfacher und friedlicher macht, geborgener, sollten wir dieses Feuer in uns haben, das danach drängt, dieses Geschenk weiterzugeben, dem Nachbarn oder, wenn Gott uns ruft, auch den fernen Inseln dieser Welt, die noch nichts von Jesus gehört haben.